Es ist gut, Abend, der Tritmus ist zu einer weiteren Emission von Jeunesse TV zu begrüßen. Zum Vakanz ist es definitiv für die meisten von uns River an Fußballchampionat voll am Gängen. Mit top aktuellen Bildern aus dem Championat wollen wir die Emission von heute noch aufhängen. Am meisten Abend waren wir im Match Jeunesse Römmeling. Jeunesse gewinnt am Ende 3-0 gegen Trümmeling, ein Victoire, die am Ende ganz klar ausgefallen ist. Wir an der Pause, es wird noch nicht unbedingt können kleben. Nein, das ist sicher. Also, wir wissen noch, dass es kein einfaches Match gibt, dass es ein Geduldsmatch wird, wenn wir nicht sehr Golf haben. Das ist genauso gekommen, wie wir es gedacht haben. Und wird gut, wenn die Kebers ruhig geblieben. Wir haben auch halt schon nicht super gespielt, aber auch nicht schlecht gespielt. Und die Kebers ruhig geblieben, und ich meine, das wird schon neu ausbezahlt. Wenn man es bemängeln kann, ist natürlich, dass für eine Pause quasi keine 100%ige Golchance, weil er rausgesprungen ist. Nein, das ist sicher. Sie stehen noch immens tief, dann ist es nicht so einfach. Und so mit dem Ball aber relativ gut laufen gelöst, müssen sie mitgespielt. Und, ich meine, der Kebers auch fit. Ich meine, das hat ihn eben noch an der zweiten Halbzeit gesehen, nur so phasenweise ein bisschen überholt. Du in der Pause bist ein bisschen taktisch geändert. Patrick Stumm, was wissen wir, ob die Längsseite rauskommen und kein Korall sind an die Plätze gewieselt, dass wir ins Zentrum gingen? Weil das ist ein bisschen der Schlüssel vom Spiel. Ich kann schon meinen. Also, wir haben direkt also, hier in der Zeit haben wir als Schwerpunkt ausgemacht. Und voilà, da haben wir noch Nutzen rausgezogen. Da sind wir ein bisschen besser ans Spiel gekommen, als wir die Goalchancen rausgespielt haben. Und voilà, auch das Kennen noch zentral war. Ich meine, das wird sich noch mit dem Goal bewährt. Leute froh natürlich auf der Hand, wie wird er nicht direkt so? Ja, das ist immer einfach. Ich meine, das weiß ich nicht viel ran. Aber jetzt muss ich noch gucken, wie ein Match evoluiert. Ich bin auch der Meinung, wenn wir vielleicht so gefangen hätten, dass das vielleicht auch nicht unbedingt die Belgier die richtige Position gewesen. Das weiß ich natürlich nicht mehr. Ich meine, das ist schon gut gelaufen, so wie es gelaufen ist. Wie große Satisfaktion dann noch, dass die gegnerische Goal gekriegt hat? Ja, das war auch wichtig. Ich meine, zumal doch. Ein bisschen durch die Zeitung also geguckt hat, dass du, was der Markt bin, wo du auch vorgestellt ging. Also so, ich meine, das Kabel ist mich in Hand der Markt als Nummer 1. Und dann, voilà, du änderst doch nichts drin. Und ich meine, das hat doch der Markt gut, dass wir auch 0-0 gespielt haben und auch ein gutes Match gemacht. Ich meine, das ist auch wichtig. René Peter, das ist am 5. Championatsmatch, das hat 0 gespielt. Das hat eine besondere Satisfaktion. Natürlich, wir haben die Ambitionen für alle Match 0 zu spielen, keine Chance zu lassen. Ich weiß nicht, ob sie heute wirklich eine Chance hatten. Der ganze Match war. Wir haben das ein bisschen verpasst, die letzten Matches, wo wir alle Konzentrationsfehler hatten auf eine oder die andere Aktion. Und dann haben wir alle dann einen Goal kassiert. Heute war das nicht der Fall. Wir waren seriös. Wir haben alle Duelle sind gut gegangen. Und das hat er gesehen. Und auch von denen, die ich falsch gesehen habe, doch, wir haben nicht den schönsten Fußball gespielt. Wir haben den Match, ich meine, ich werde 90 Minuten lang kontrolliert. Und vorher nur so eine 500 Zeit, bis wir nicht null schießen. Wie schwer wird es, gerade nicht schon traurig zu bleiben, weil du gewisse Probleme hat am Spielabbau. Und auch die Leute von der Tribüne aus haben eigentlich mehr gefordert. Wie bringt dann du fertig, für cool zu bleiben und nicht die taktische Richtlinie durchzugehen? Wir schwätzen viele noch nicht. Wir sagen noch, wir sollen ruhig bleiben. Vor allem die Leute, die noch nicht so viel hier gespielt haben, die haben Tendenz dann aber, dann das Risiko Position zu gehen oder dann etwas zu probieren. Ich meine, die Grenze ist dafür bekannt und dafür haben die Leute auch die Grenze gerne. Ich finde die Grenze dafür gerne, dass sie nochmal ausgepafft werden. Wir wissen das. Aber das Tier wird einfach nicht nervös. Die Leute sind noch genauso froh, wenn sie den Chase, wie sie sich da drinnen ausgepafft haben. Und dann feiern sie sich dafür. Das ist normal, da muss ich leben. Ich meine, das sieht in allen großen Vereinen auf der ganzen Welt, dass es so ist. Wir haben eben Zuschauer hier, das können die anderen Vereine nicht von sich behaupten. Aber wir sind auch froh, dass Zuschauer, auch wenn sie pfeifen, wir sind aber froh, ob alle den Zuschauer den da sind. Wie groß wird dann Druck 4-Uhr-Match nur 2 die Fette nur nie? Ganz groß. Ich meine, wir haben Ambitionen, halb der Jeunesse 4-4 mal beizuspielen. Wir haben zwei Matches verloren, zwei Matches, die ich nicht unbedingt hätte müssen verlieren. Wir haben sie eben verloren. Zumal, weil wir für drunter nicht immer die beste Fußball gewesen sind, waren Druck enorm heiß. Wir haben das dann der Woche auch gesehen. Wir waren extra motiviert, wir haben gut trainiert und sind froh, dass wir das heute für einen zweiten Halbzeit so gut konnten umsetzen. Verbesserungen kann ich noch immer machen. Wo ist bei der Jeunesse im Moment am meisten Luft nach Nuven? An der Vitesse, an der Transition. Wir haben eine Tendenz, wir drehen noch gut. Wir müssen einfach noch 4 bisschen mehr Vitesse dran bringen. Passen müssen einfach mit Sack gespielt werden, dass der Gegner noch ein bisschen mehr muss laufen und dass wir frei reinkommen. Weil wir können uns nicht immer darauf verlassen, dass wir physisch den anderen überlesen und dass wir zwei Halschen da brechen. Nur langem werden sollten dann an der Hiel des synthetischen Trainingsterrain die Festjahren direkt daneben neu gemäht gehen. Das sollte nur am Hirsch geschehen, dauert nur aber noch ein bisschen lang. Für weiter sowas haben wir beim responsablen Chef von der Gemeinde, dem Henri Hinterscheid, nur gefragt.
Nur längere Jahre ist eine Decision gefallen, für den synthetischen Trainingsterrain, den ich von den nächsten Jahren im Land wäre, frisch zu machen. Die können das als Chef von der Stadtstelle erklären. Wie hat das dann ein bisschen mehr lang vielleicht gedauert, wie viele Leute sich da wert tun? Ja, wir hatten für ein paar Jahre ein Programm für Heuwen und auch um Genesterrain, um zu gucken, wo wir was erneuern müssen, weil die große Projekte haben drin, für ein neues Stadion, modernes Stadion auf der Lantite Rouge zu bauen. Und da haben wir dann immer das alles müssen zeitlich an die Relation setzen. Da war hier auf diesem Sit, war für alle Festjahren ein wichtiger Mann vom Club. Und du hast gesagt, bon, wenn das Budgetär nicht geht, dass ich für uns Westjahre mehr wichtig wie den Trainingsterren, dann hören wir den Hand und Runde. Da haben wir natürlich an einem gemeinsamen Projekt die Westjahre mit einem Festzentrum zusammen kombiniert. Das ist also auf der Schiene. Und da war dann Zeit für dann den Trainingsterrain hier, den synthetischen Terrain, für den dann noch zu erneuern, weil wir auch wollten eine hohe Qualität tun. Dafür haben wir viel Zeit gelöst bei den Submissionen. Es ist dann so gewesen, dass den ersten nicht dem Standard entsprach. Die waren plus nicht konform. Und da geht ganz Prozedur von der Submission publik. Und als wir den Auftrag vergehen, werden wir mal im Verein an den nächsten Wochen aufklären, wie wir das heute zeitlich machen. Das wird rund fest Jahre nur geschwärzt, das Provisorium, den 15 Jahre lang mal durchgehalten hat, geht es nicht renoviert oder modernisiert. Wir können ganz weg und können einen neuen Komplex dahinter. Die können aber auf die andere Seite vom Trainingskomplex leihen. Was sind da die Überlegungen an der Runde? Es sind ein paar Überlegungen an der Runde gewesen. Also, das will ich mal sagen, also, wenn wir die Provisoire, die wir für 15 Jahre hier in einer Notsituation haben, du hast gesagt, wir nur noch viel zu renovieren, da wären wir ein bisschen schizophren. Dafür haben wir gesagt, wenn wir etwas machen, machen wir definitiv etwas Anständiges. Und da hat sich dann die Frage gestellt, wo machen wir das? Auf was wir einer Seite vom Terrain machen wir es. Bon, wir können es ja eigentlich nicht machen, da wo Lotfestjahre stehen. Wir mussten es ja auf einen anderen Platz machen, hätten wir können Hand drum machen. Und da haben sich vom Untergrund ein paar Fragen gestellt, mit das aber eine andere Frage, die uns letztendlich dazu bewegt wird, oben auf der anderen Seite Hand zu machen, das ist einfach die Accessibilität. Der Bus, den Terminal von der Linzwiele, vom Citybus Asto, auf 10 Meter, 15 Meter von der Rentrée vom Terrainweg. Die Parkmöglichkeiten sind da, die Richtung Waldschule gehen. Also, das ist einfach ideal, für dann noch da zu machen. Das ist vor allem viel mehr sicher, weil auch immer Leute haben es probiert, für hier an der Straße hier kann rauszulassen oder rumzufahren oder wild zu parken. Was mit erheblichen Gefahren verbunden ist, bei der Weg, weil einfach der Komfort auf der anderen Seite ist. Es wird geschwärzt, wie wir in 2017 hier auf der Grenze im Stadion gibt, zu Erbisch zu kommen. Und zwar wie geplant, für den Wurst ein Kier austauschen zu lassen. Also das für allem eine Überlegung, eine technische Überlegung haben wir noch von unserem Sportservice, von unserer Entretiens-Equipe, die so ein macht Sinn, dass die Besten am Land, dass wir ein Kind noch besser sind. Und wir haben eigentlich auf dem Grenzerterrain alles, was der Wurst und so geht, noch Hanne gesagt, weil wir immer noch davon ausgehen und hoffen, dass wir den großen, modernen Stadion der Lantite Rouge haben. Aber ein Wurstterrain hat laut diesem Service eine Lebensdauer von 12 bis 15 Jahren. Wir werden uns doch mit dem Verein zusammensetzen, weil der Verein natürlich der Meinung ist, dass der Wurst ist gut. Lässt das so Sinn, an den Erhalten so wie nass, dann lassen wir das durch Sinn. Aber muss ich aber von Zeit zu Zeit die Wurstherren ersetzen, weil sie sich überkompaktieren. Aber wenn sie sich zu viel kompaktieren, dann kriegen sie ein Problem, dass das Wasser nicht mehr richtig aufläuft. Dann probieren wir zu gucken und wirklich eine kritische Analyse zu machen, wie also der reale Zustand von dem Wurst. Und dann holen wir eine Decision. So, weißt du nicht, wo ich eine Versammlungssaal fahren kann, für 30 Leute und die gut zu erreichen ist? Aber für was gehst du da nicht an den Stand-In? Den Hotel Stand-In zu Fates, meinst du? Na ja, den hat zwei spezielle Versammlungsräume für 20 bis 80 Leute, hat genug Parkplätze für 100 dir und auch so über die Autobahn sehr zu erreichen. Des Weiteren hat die gratis WLAN am ganzen Hotel. Be welcome to Stand-In Hotel. Bonjour, soyez les bienvenus.
herzlich willkommen. Und wenn ich schon da bin, kann ich davon profitieren, für mich am Fanshop von der Jeunesse, der ja auch da ist, den neuen Trikot zu kaufen. Den Hotel Stand-In zu Fades Opening Rue du Bril, ein treuer Partner von der Jeunesse. Und wenn ihr die Saison einmal schon auf die Menge oder andere Match von der Nationaldivision wart, dann ist euch bestimmt die Küste an der Entree vom Terrain abgefallen, von dem der Arbiter am Anfang vom Match den Ball ruft. Das Küste ist das Jahr neu an der BGL League und steht auf all Terrain von der ewigsten Spielklasse. Wir haben uns mal renseigniert, wer der Thomas der Rupse schaut. Was tut man den Ball genau auf sich? Ja, der Ball ist ein Teil vom Konzept, den die Lützburger Fußballliga sich genügt, für sich in die Identität zu gehen. Der Ball ist schon so, dass in der ganzen BGL-League alle Vereine mit dem Ball spielt, also geht um Terrain, eine Identität über die Fußballliga mit dem Ball. Das ist ein Teil vom ganzen Konzept. Ein anderer Teil ist schon das Logo, das gemäht ging. Ein anderer Teil ist schon dann die ganzen Internetseiten, wo wir präsent sind. Ein anderer Teil ist schon die Musik, die gespielt wird, wenn Spieler rauslaufen. Und nicht vielleicht zu vergessen, dass sie auch dann die Liga-Cup, die wir dazu für dich gespielt haben, wo dann der Champion gegen den Cupfinder Royal Jours soll spielen am Nummer von der letzten Fußballliga. Also das Konzept war doch an den Ball stößt, für das nur bisschen zu dokumentieren und ein bisschen zu promovieren. Wie das Initiativ vom Ball da ein bisschen hochkommen? Ich gebe so, dass es gut kommt, Vereine spielen damit. Ich sehe von den Spielern an sich kein großes Klauen, damit ich mit einzelnen Spielern, vielleicht mit dem Goalkeeper schwätzen. Ich habe aber persönlich noch keine negativen Nachrichten darüber. Also, weit wie ich weiß, dass der Ball, der Qualitätsball, der noch am Ausland für Profis-Clip geholt wird, für was soll der Ball schlecht sein? Wie gesagt, ich habe keine negativen Remarke darüber. Ich habe immer gesagt, dass alle Ball verschieden ist. Wie kann der Fachmann dann den Rima-Ball beschreiben? Also, ich fand den Rima-Ball gut. Das mal etwas anderes, wie Tadidas oder Nike-Ball. Das ist mit der Fluchtboden, also Zauber. Ich weiß nie, wie ich den Ball abschätzen soll. Aber das ändert sowieso alle Jahre. Aber also ich fand es ein guter Ball, der Rima-Ball. Aber flattern sie mehr oder was ist das Fluchtboden? Das ist schwer anzuschätzen. Ja, also in letzter Zeit sind die Bälle immer neu inventiert gehen. Sie sind immer mehr sauer für die Goalkeeper, immer mehr geflattert. Und, das heute geht nur nach, also ich fand, geht nach. Flattert zwar ein Sturm, nicht so oft. Und das ist ein gutes Zeichen, dass alle Kippen mit dem nämlichen Ball spielt. Weil so, für den Goalkeeper ist immer der nämlichste Ball, und, weil alle machen es anders. Und das ist eine neue Saison, auf alle guten Terrain von der BGL, geht nur mit den Ball gespielt. Was bedeutet das für den Goalkeeper? Das ist eine große Hölle. Also ich fand, das ist eine Hölle, weil ich kenne den Ball, dass ich nicht, wenn ich auf dem Match könnt für ein Match, welche Ball ist, weil die Bälle sind noch alle verschieden. Und ich fand das für ein gutes Jahr. Wir trainieren alle Tage, wir sind bald gewinnt. Und ich fand gut. Für einen Goalkeeper ist es gut. Für Jeunesse gegründet war der Verein von den italienischen Immigranten. Und noch heute noch geht Jeunesse gern, unter anderem, wenn es ihrem Namen an ihre Farben, mit Italien und mit der Juventus von Turin in Verbindung bringt. Und in den 100 Jahren haben natürlich nicht nur Italiener alle zwei Jahre auf der Grenze gespielt, mit ganzen Kopf einer Fußballspieler mit anderen Nationalitäten. Zunter dieser Saison dann spielt der erste Mexikaner schwarz-weiß. Am Interview erzählt es der Martin Ontiveros, unter anderem, wie sein Weg von Mexiko bei Jeunesse ausgesehen wird. Hi Martin. Martin, du hast mexikanische Eltern, aber hast in Texas geboren und aufgewachsen. Das ist beide was für Lützburg und der Jeunesse Asch. Erzähl uns, wie dein Weg bis auf Lützburg ausgesehen wird. Yes, last year I came, letztes Jahr habe ich noch bei Benfica Hamm gespielt. Dino Topmöller hat mich auf Lützburg gespielt, für Fußball zu spielen. Und in einem Jahr habe ich decidiert, die Equipe zu wechseln, habe ich noch auf Jeunesse. Also ich noch ganz froh, hier zu sehen. Es ist echt ungewöhnlich, für Kinder in Amerika Fußball zu spielen. Baseball oder Basketball, sie viel mehr beliebt. Wie bist du bei dem Fußball gekommen? Yes, I mean, I started with baseball. Wie ich nachher kam, vorher habe ich mit Baseball angefangen. Aber Baseball habe ich auch noch immer gerne, so wie auch der Fußball. Mein Papa hat mich zum Fußball gebracht, wie ich 9 oder 10 Jahre alt war.
Enges der ist immer mehr auf ein Training gegangen, auf und da habe ich Fußball gespielt und ist froh darüber, Fußball auf Platz für Baseball zu spielen. It's the second year. Das ist dein zweites Jahr hier in Europa und zu Lützeburg. Wie waren deine Impressionen kulturell gesehen? Also, das Jahr war viel anders als in Amerika. Am Anfang war es ein bisschen ein Kulturschock. Es ist wirklich ernst und viel mehr diszipliniert wie in Amerika. Es ist froh, diese Wege gemacht zu haben. Ich wohne in Deutschland und so war der Übergang ganz einfach. Ich lebe in Deutschland, so I've transitioned very well and so people that wir viel Leute ja helfen, auch von der Topmüller-Familie, wo wir alle Hilfe kriegen, die wir brauchen. Sie helfen uns bei diesem neuen Lebensstil und darüber sind wir froh. Wenn du mir siehst, dann meinst du dich und dein Bruder? Jo, mein Bruder und ich. Mein Bruder spielt im Moment zu Greve Macher, und alle zwei sind wir glücklich, und das ist auch gut so. Gibt es eine mexikanische Community hier an der Gegend? Kennst du ein paar Leute aus Texas, die auch hier wohnen? Nicht, dass ich weiß. Ich habe schon noch keinen aus dem Texas hier getroffen. Ein paar Leute aus Amerika haben schon kennengelernt. Es sind auf alle Fälle ganz viele Leute aus Amerika hier. Aber das ist mir schwierig, Leute aus meiner Gegend zu finden, aber das ist okay. Wie bleibst du in Kontakt mit der Familie? Immer wenn ich kann, probiere ich mit meiner Familie zu schwätzen. Nun Training, wenn ich kann. Wir probieren, einen konstanten Kontakt zu halten. Das habe ich nach immer mit meiner Familie gemacht, egal wo ich gegangen bin. Für mich ist das ganz gut, aber für sie natürlich auch. Waren sie auch schon heute zu Lützburg? Yes, last year they were here for 1 month. Letztes Jahr waren sie hier, und das für einen Monat, vom August bis September, und ich fand es ganz flott hier. Green a lot. Das ist viel mehr grün wie bei Eis, und wir draußen nicht allzu warm. Ich hoffe, dass sie nächste Monat können nach hinten kommen. Nimm nur dich, nachdem du auf Tunis gekommen bist, hast du den Europa League Match in Irland gespielt. Wie war das? Yes, it's something I've. Ich habe nie gedacht, dass ich da ein Match spielen. Es war ganz schnell gegangen. Ich habe die Kontrakte unterschrieben und dann direkt mit der neuen Equipe gespielt. Für mich war es eine super Erfahrung. Wir haben zwar nicht ganz gepackt, aber wir haben gut gespielt. Wir haben gut, aber wir konnten nicht durch. So, ja, es war okay. Zwei Monate bist du auf der Jeunesse. Was sind die Eindrücke vom Verein und von der Equipe? Ja, es ist ein sehr big club from, I mean, what I've heard. Jeunesse ist ein großer Verein, was ich auch viel durch schon hören hat, und das hat mich interessiert. Es ist alles ganz gut organisiert. Ein Trainingsterrain ist ganz gut, wenn nicht die besten zu Lützeburg. Jeunesse hat mich gut und Jedrein hat mich gut abgeholt und auch der ganze Trainingsstaff war super und das hat mir viel geholfen, an es die Frohheit zu sehen. Lässt froh? Was sind deine Ziele für die Zukunft mit der Equipe der Saison und für dich persönlich in den nächsten Jahren? Yes, I mean für diese Saison wäre es ganz gut, wenn wir sie am Dezember mit der höchstmöglichsten Position an der Tabelle könnten aufschließen. Er kämpfe für den Championat, auf die Cup, für auch bei der Europa-League können dabei zu sehen. Dann will ich aber noch weitergehen, und weiter an meiner Karriere steigen. Ich gucke immer, wie ich mich verbessern kann, und dann mal da den nächsten Level kann erreichen. Wo ich mich auch immer feiert, werde ich probieren, mein Ziel zu erreichen. Whatever it takes, I'm going to try to do it and try to get there, so. Und da werden wir für heute auch schon rum bei der Jeunesse News gekommen. Die Nukukaten von Jeunesse TV hat ja bekanntlich dem David Suarez sein Goal am Heimatsch gegen Strassen zum Goal vom Jahr gewählt. Lo ist dieser Goal von David auch an der Selektion für den Goal vom Jahr von RTL. Wenn ihr den David unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr bis zum 27. September ein SMS mit der Mention Goal 2 auf die Nummer 62468 bei RTL schickt. So ein SMS kostet 50 Cent. Bonne Chance, David!
Du wisst ja bestimmt, dass Vereine aus der BGL League ab dieser Saison schon am zweiten Tor von der Coupe de Luxembourg müssen antreten. Für die Genesse bedeutet das, dass sie den 18. September spielt. Die Auslösung von diesem Tor war erreicht nur im redaktionellen Schluss von dieser Emission. Dafür seht ihr den Namen vom Gegner hier in Augenblend. Ein Woche spät, den 25. September, als um 18 Uhr die erste Mannschaft vom Escher Derby um Galgenbüsch. Den nächsten Heimmatch als ein Woche danach, wann Kerzing auf der Grenze auf Besuch ist, das ist den ersten Weekend im Oktober. Dieser Match ist allerdings noch nicht definitiv fixiert, dafür guckt man es schläft im Internet oder an der Tagespresse noch. Ein bisschen mehr lang hin noch, aber ein Rendezvous, den nicht da wäre, das sich zu notieren, ist den 23. Oktober. Da organisiert der Supporterclub das Oktoberfest mit Weißbier und Weißwurst. Avios Amateur, Rendezvous ist an der Verlängerung. Wir sehen uns von der Welt dafür drin, hier auf dieser Platz rum. Die nächste Mission von Jeunesse TV ist für den 18. Oktober programmiert. Bis dahin also mir merci für's Nachgucken, macht's gut und bis dann.